ja auch spannend. Ich glaube, ich brauche echt mal wieder eine Nacht. Das ist gerade echt. Und ich fand es schön, dass wir Glühwürmchen gefunden haben. Die hätte ich jetzt gerne irgendwie in ein Glas gesperrt oder sowas. Aber ich hatte leider keinen Kescher dabei. Kescher. Kescher, wie komme ich auf Kescher? Okay, da hinten ist unser Haus. Okay, da ist nix. Da hinten ist unser Haus. Also wir haben ja unser Haus ohne Probleme gesehen. Von der Stelle, wo die Höhle war. War das nicht hier meine Apfelwiese? So, hier ist wieder ein Loch im Boden. Aber da habe ich keine Markierung. So, da ist unser Haus. Also wieder eine Höhle. Mann, 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 Mann. Da ist wieder eine Höhle. Aber ich will eigentlich jetzt unsere Höhle. Okay, was lernen wir dann daraus? Wege ziehen. Oh, hier haben wir einen hübschen Wald. Nee, das macht keinen Sinn. Noch eine Höhle. Also, das macht alles keinen Sinn gerade. Ich würde auf jeden Fall jetzt wieder zurückgehen. Du Kaninchenmörder. So, ich würde jetzt auf jeden Fall wieder zurückgehen und versuche mich nochmal neu zu orientieren. Ja, die Höhle kenne ich. Die kenne ich auch. Müsste es dann nicht hier irgendwo in der Gegend sein? Das ist die andere Höhle. Die war es ja nicht. Das ist ja unser Steinbruch, genau. Bin ich nicht in diese Richtung ursprünglich gelaufen? Okay. Sei es drum. Wir ignorieren das jetzt einfach mal. Und ich gehe mal weiter in diese Richtung. Voll in den Zaun gerannt. Okay, das Feld ist. Das wächst, alles gut. Ja, also gut, Mieze. So, ich bin in diese Richtung. Jetzt würde ich aber ganz gerne mal hier durch die Wüste. Auch wenn ich jetzt wieder tonnenweise solche Mobs hinter mir herziehe. Was habe ich gesagt? So.
Ah, da ist der erste Turm. Jetzt sieht man auch. Okay, da ist das Haus. Ach, das ist der, den ich gerade gebaut habe. Gut, dann würde ich mal dahin gehen. Da ist auch eine geile Höhle mitten im Nirvana. So, dann würde ich allerdings jetzt mal in diese Richtung gehen wollen, oder? War ich da nicht schon dann? Nee, ich bin hier runter. Dann würde ich mal da lang gehen wollen. Was ist denn das da hinten? Ist das ein Kaktus? Also ich muss eigentlich fast mal überlegen, ob ich den nicht platt mache. Vielleicht muss ich echt zurück mal mir die Videos angucken, wo ich da eigentlich hingelaufen bin, um die Höhle zu finden. Ich meine, ich fand es ganz gut, dass ich quasi dann in der Nacht, also ich bin ja da wirklich einfach planlos losgelaufen. Wahrscheinlich hier durch die Wüste durch. Ich gehe mal nach hier oben. Einfach weil ich dann hoffe, dass ich einen höheren Über- und besseren Überblick habe. Ah, guck mal. Okay, da ist das Haus. Da ist eine schwebende Insel. Ah ne, das war eine Blume. Ich dachte, das wäre eine Fackel gewesen. Was haben wir denn hier? Aber es wird schon wieder Nacht. Das ist eigentlich ein gutes. Eigentlich ist es was Gutes, wenn es schon wieder Nacht wird. Weil ich dann wieder auf die hohen Punkte gehen kann und versuchen kann herauszufinden, wo es denn leuchtet. Und wie gesagt, es war irgendwo. Irgendwo im Einzugsgebiet von. Ich finde das mit diesen. Fireflies. Gar nicht so schlecht. Ich meine, die können mich in die Irre führen. Da sieht alles dunkel aus. Da leuchtet gar nichts. Da hinten leuchtet mein Turm. Und da leuchtet der Turm. Da ist meine Feuerfliege. Also meine eine. Da ist dieser Turm, den ich jetzt natürlich völlig falsch platziert habe. Da vorne leuchtet auch noch was. Aber hier ist einfach zappenduster. Ich gehe mal in diese Richtung. Ich meine, da hinten war das Meer. Ach, halt doch die Klappe. Ich bin gerade echt am Überlegen, ob ich die Mobs nicht einfach ausmache. Also diese Monsterwelt, die gehen mir echt gerade auf den Zeiger. Was haben wir da oben da?
Ey, das gibt's doch nicht. Aber es muss eigentlich in dem Wald gewesen sein, weil es eine Höhle war, die ich schon mal markiert hatte. Und die müsste ja da an dem Strand gewesen sein. Auf der anderen Seite. Oh, erschreck mich doch nicht so. Boah, bin ich gerade erschrocken. Halleluja, ey. So Fernblick gehabt, ne? Und dann steht auf einmal so ein Monster vor dir. Ich meine, der sieht ja nicht mal fürchterlich aus, das Ding, aber. Boah, ey. Hab ich mich gerade erschreckt. Oh, erschrocken. Meine Fresse, ey. Halleluja. Oh. Ja, halt die Klappe. Also gut, wir gehen mal zu der Leuchtecke. Und wenn's das. Nee, das ist es nicht. Ah, da hinten? Ich gehe mal dahin. So. Ich sehe da was leuchten, da gehe ich mal hin. Und da sehe ich auch was leuchten. Aber es ist alles nur Leuchteding und kein Turm. Da hinten leuchtet auch was. Das ist halt das, was mich so irritiert. Es leuchtet einfach nur, aber es ist kein Turm. Und da hinten hat auch noch was geleuchtet. Da im Wald leuchtet was. Kann natürlich auch wieder Feuerfliege sein. Da, das ist die falsche Ecke. Wir gehen jetzt einfach mal in diese Richtung weiter. Ein Todesschaf. Also kein Todesschaf, das war quasi irgend so ein. Wie heißt denn das? Darf ich hier durch, bitte? Danke. Das war irgend so ein Mob, der da war, aber nicht mehr da war. Da hinten leuchtet auch noch was. Da haben wir wieder eine Höhle. Das Leuchten können natürlich Glühwürmchen sein. Ich habe jetzt auch diesen Begriff Fireflies im Kopf. Da leuchtet was. Gehen mal in diese Richtung. War ich da nicht schon? War das nicht mein Strandhaus? Bin ich schon wieder im Kreis gelaufen? Da ist ein Turm auf jeden Fall. Also ich habe den einen Turm in der völlig falschen Richtung gebaut. Ja. Das ist mein Turm.
Da ist mein Turm und ich bin voll in die Höhle gefallen, wie es am Anfang zu befürchten war. So, 7, wir sollten wieder mal eine Kleinigkeit essen. Ich rüste mein Schwert wieder aus. Wo ist der nächste Turm? Also da ist mein Haus. Ich sollte mir einen markanteren Turm zulegen.